Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir retten mal wieder Leute. Ist euch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit verdammt oft Leute retten? Zuerst haben wir versucht, mit Nate Will zu retten. Haben das jetzt entweder geschafft oder sind noch dabei und schlenken da wieder hin, ich weiß es nicht. Dann durften wir mit dem Vieh Ivo retten und jetzt versuchen wir noch mit dem Vieh und Ivo MacGuffin zu retten. Ja, wir retten nicht nur die Welt, wir retten auch unsere Freunde. So, erstmal müssen wir an diese Pergamente kommen. Aber natürlich weder das Vieh noch Ivo wollen sie sich holen, wenn da Mortroga sitzt und das sehen würde. Müssen wir uns überlegen... Gib mal Ivo die Fackel wieder zurück. Denn ursprünglich hatte ja das Vieh die Fackel und hatte dann Ivo gegeben. Deswegen ich hoffe mal, dass Ivo sie gleich noch braucht. Tja, wie kommen wir in diese Pergamente? Ich wollte mit Ivo nochmal anschauen, dann hat sie nämlich... Aber dann müsste ich vielleicht auch auf Ivo wechseln, um ihr Inventar zu sehen. Denn ich wollte mich umgucken und schauen, ob wir nicht noch irgendwas haben, womit wir interagieren können. Mit dem Hammer oder der Fackel. Und deswegen ist es auch praktischer, wenn sie die Fackel hat, dann muss ich nicht hin und her wechseln. Um beide Sachen an allen möglichen Dingen auszuprobieren. Die Kiste haben wir nicht aufbekommen, die ist abgeschlossen. Können Sie aber gerne nochmal zeigen. Fest verschlossen. Das heißt, wir werden wohl irgendwo einen Schlüssel herbekommen müssen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas zerdeppern können. Wir können auch den nicht K.O. schlagen. Ivo ist ja sowieso nicht so die Kämpferin. Gehen wir mal runter. Vielleicht gibt es unten doch noch irgendwas. Bei dem Schmied oder so. Oder bei dem Hundenäpfchen hier. Mit dem Hammer können wir schon mal nichts machen. Ich frage mich wirklich, wofür wir den nachher noch brauchen werden. Ah, wir können das Banner anzünden. Das könnte ich tun. Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Das Vieh könnte entdeckt werden. Es braucht ein Versteck oder muss zurück in den Kerker. Nein. Wir wissen, wo wir es verstecken können. Also ich weiß es noch, ihr erinnert euch vielleicht auch. Das Vieh konnte sich in dieser Vase verstecken. Ivo nicht, aber das Vieh. So. Und wenn ich jetzt mit Ivo das Banner anzünde, geht das dann? Ich bin gespannt. Wenn wir für genug Ablenkung sorgen, vielleicht können wir dann ja die Pergamente klauen. Was auch immer da drauf steht. Vielleicht, was mit MacGuffin passieren soll oder was sie mit dem Artefakt genau vorhaben. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Was zum Feuer? Ja. Der klingt sehr, ja, wir freuen uns. Okay. Da wir nicht Angst hatten, dass Mortroga uns sieht, sondern dass die blöde Wache uns entdeckt, Mortroga scheint ein bisschen blind zu sein, können wir jetzt hoffentlich... Können wir? Ja, wir können. Noch irgendwas? Frostzauber. Hokusala. Sehr gut. Ich schätze aber, wir sollten uns wieder verstecken, bevor die Wache wiederkommt. Weil du der persönliche Hampelmann von Mortroga bist. So, ich denke, wir können jetzt raus und wieder nach unten. Ich glaube, hier oben sind wir fertig. Bevor wir zumindest keinen Schlüssel für die Kiste haben, können wir hier oben nicht mehr wirklich viel machen. Ich nehme an, Ivo ist wieder im Kerker und versteckt sich da. Nein, das ist nicht so wie Ivo. Schauen wir doch mal, wo... Ach, da... Ich bin so blind. Habe ich schon erwähnt, dass ich manchmal ein blindes Huhn bin? Da steht sie doch. Gut. Ach ja, der Frostzauber. Das war jetzt nicht das Klügste. Aber ich glaube nicht, dass das Vieh, sondern ich viel mit dem Frostzauber anfangen kann. Geben wir noch einfach mal Ivo. Tada! Danke. Außerdem kann Ivo ihn auch untersuchen und wir verstehen, was sie sagt. So schön es ist, wenn es Vieh Kommentare abgibt, aber ich verstehe leider kein Wort. Eine Zauberspruchrolle. Das sind Zaubersprüche, die in einer Schriftrolle stecken. Das hier ist ein Frostzauber, wie es scheint. Gut.
Kannst du ihn bitte benutzen mit den Gitterstäben? Richtig, denn wenn man zum Beispiel Sachen in flüssigen Stickstoff taucht, dann werden sie sehr, sehr zerbrechlich. Ich nehme an, nach dem Prinzip machen wir jetzt auch die Gitterstäbe. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. Dann jetzt aber das, was ich ursprünglich geplant hatte. Können wir dir nicht MacGuffin geben? Denn eigentlich war das meine Intention und ich dachte nur so, hey, das geht natürlich auch. Sprechen wir mal mit ihm. Vielleicht können wir ihm MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Das ist schön. Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden. Könnt ihr damit etwas anfangen? Seid ihr zufällig magisch begabt? Das Vieh hat einen Frostzauber gefunden, aber ich kann ihn nicht benutzen. Da muss ich passen. Ich bin auch nicht magiebegabt. Wer ist das heutzutage schon? Hilbur. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Troll ihn doch. Gut. Aber es macht Sinn. Die Gitterstäbe vereisen macht Sinn. Wir müssen nur jemanden haben, der Magie benutzen kann. Tut mir leid. Es ist so süß, wie das Vieh den Kopf bewegt und uns folgt. Guck mal. Ah, ist das süß. Ich habe aber gerade... Obwohl das Vieh... Wir reden mal mit ihm. Ich wüsste nicht, was ich jetzt gerade fragen soll. Und ich verstehe es auch nicht sonderlich gut. Das Problem ist, wir brauchen irgendjemanden, der Magie anwenden kann. Wir haben maximal einen ausgenockten Troll, mit dem wir nicht interagieren können. MacGuffin, der nicht magiebegabt ist. Ivo, die nicht magiebegabt ist. Das Cheep-Cheep magiebegabt ist, das schließe ich jetzt einfach mal absolut aus. Das heißt, uns bleibt ja eigentlich nur noch die Hoffnung, dass das Vieh was mit dem Spruch anfangen kann. Hier, Vieh. Ein Zauber für dich. Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Was? Lokto. Yum, yum, yum. Gut, dann wechseln wir auf das Vieh. Wir nehmen das mal als... Natürlich kann ich damit was anfangen. Ich unterschätze das kleine haarige Ding. Ich merke schon. Dann bitte vereise die Gitterstäbe. Was hat es vor? Hauptsache, das kann zaubern. Ganz erstaunlich. Soll mir aber recht sein. Dann kann jetzt Ivo hoffentlich den Hammer schwingen und diese komplett vereisten Gitterstäbe, die durch die Kälte spröde und zerbrechlich geworden sind, kaputt machen. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Meine Rede. Wie ein... Yay! Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Und wie elegant sie den Hammer geschwungen hat. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Ich hab auch geholfen. Aber ja, das Vieh war gut. Und natürlich auch auf dich. Danke. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Und hiermit ist? Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. Okay. Kann ich den haben? Gibst du mir den bitte? Ich bin sicher, wir müssen auf unserer Reise noch öfter Schlösser knacken. Wir können uns das nicht anschauen. Die Fackel bringt jetzt auch nichts. Dann reden wir mal mit MacGuffin. Und zwar mit Ivo. Auch wenn ich gerne wissen würde, ob er das wie verstehen kann. MacGuffin? Ja? Wir müssen über viele Dinge reden. Ah, Ihren Universalschlossöffner. Ich brauche ihn. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber... Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Sofort. Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Kleiner Mieser.
ehrlich, McGuffin, das ist jetzt nicht schön gewesen. Könnt ihr die Schrift in dem Kasten entziffern? Also jetzt, wo du draußen bist und ihn auch sehen kannst. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Da versucht man, die Welt zu retten und der will einem nicht mal den Universaltür öffnen geben. Wo haben wir eigentlich die Peitsche gelassen? Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Ja, ja, Bilder. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Und der andere das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Außer Telefonzellen hier funktionieren ein bisschen anders als bei uns. Könnt ihr die Maschine bedienen und woher bekommen wir die Nummer von einem dieser Apparate? Fragen wir erstmal, ob ich sie überhaupt bedienen kann. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art und eine kleine Goldmünze. Das wird sich ja wohl hier irgendwie finden lassen. Ausgezeichnet. Und, die Nummer, wo bekommen wir die her? Ah, ich hab's aber auch seit 2 Tagen, dass mein Hals kratzt. Tut mir leid, wenn ich hin und wieder mal räuspern muss. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Also ein Telefonbuch. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Oder Tausende. Aber wir gehen erstmal. Ich muss weiter, bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Wir brauchen also eine kleine Goldmünze, eine Nummer. Wir könnten nochmal probieren, was hier passiert, jetzt wo dieses Ding hier offen ist. Wo bist du hin, Ivo? MacGuffin? Achso. Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Aha, an beiden gleichzeitig ziehen. Das schau an. Das sollte uns weiterhelfen. Ein Telefonbuch in der Wand versteckt. Mal schauen. Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Dann untersuchen wir das doch nochmal, das hübsche Telefonbuch. Das dürfte das Buch mit den Nummern sein, das MacGuffin haben wollte. In dem Fall geben wir es doch gleich mal, MacGuffin. Schaut hier, dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal, darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Warum auch immer man ein Telefonbuch versteckt. Tatsächlich, hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Wow. Jetzt brauchen wir nur noch eine Goldmünze. Jetzt brauchen wir nur noch eine Goldmünze. Ja. Ich weiß auch, wo wir die herbekommen. Hoffe ich zumindest. Wir haben einen Universaltüröffner, der hoffentlich auch die Schlösser von Kisten knackt. Denn oben bei Matroga steht ja eine Kiste. Also ich meine, da hinten liegt sowieso ein Goldschatz. Das heißt, es ist eigentlich etwas lächerlich, dass wir nicht einfach hier so eine Münze nehmen. Aber warum kompliziert, wenn es auch so einfach geht und man Schlösser knacken kann dafür? Viel zu kompliziert, einfach eine Münze von dem Stapel zu nehmen. So. Nimm einige Goldmünzen. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Du bist so bescheiden. Nimm mehr. Man weiß nie, wann man Leute bestechen muss. Aber gut, wir gehen wieder runter und dann heißt es, IT nach Hause telefonieren. Ivo nach Hause telefonieren. Vieh nach Hause telefonieren. Eine Handvoll unterschiedlich große Goldmünzen. MacGuffin wird schon die richtige Münze für den Apparat heraussuchen. Hoffen wir es. Also geben wir unseren neu erworbenen Reichtum einfach dem kleinen Gremlin. Nicht essen. Es könnte noch Mitternacht sein. Man weiß es nicht hier in diesen wilden Landen. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen.
Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Wie heißt das Zauberwort? Dann wollen wir mal sehen. Hoffentlich will er sein Universaltür öffnen, nicht zurück. Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Ja, warum glaube ich das nicht? Also schön. Telefonzelle. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Solange es nicht gerade TARDIS ist. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Wow, da geht's nach unten. Okay. Keine noch. Nervenzerreißende Minuten später. Ist ein Aufzug als Telefon getarnt. Wo kommen wir wohl raus? Ah, sehr schön. Das war interessant. Hauptsache, wir sind draußen. Einfach lächerlich. Beschwer dich nicht, Ivo. Auf zum Erzmagier. Gut. Die wilden Lande. Wir würfeln eine 20. Dann verstecken wir Bugs. Und dann gucken wir, wo es weitergeht. Das war jetzt aber interessant. Vielleicht sind deswegen alle Telefonzellen verschwunden. Man wollte nicht, dass wir den geheimen Weg in Mordrogas Festung finden. Und ach du je, das ist Nate. Also erleben wir doch mit, wie er Bilbo retten darf. Yay, ich hatte schon befürchtet, dass wir das echt überspringen. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Tja. Nun ja, ich bin als Letzter übrig. Super. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Aber... Also, habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell. Oh, hallo, Masas. Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Oh, bist du nett. Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Du kannst sie nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Yep. Ich fürchte, Masas könnte sich als... Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Okay. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Wir dürfen also nicht raus. Zum Abschuss freigegeben. Du bist so unfreundlich. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Du würdest dich bestimmt super mit Ivo verstehen. Ich möchte ihn gerade auch ans Leder. Okay, wir dürfen also nicht aus dem Lager, aber im Lager dürfen wir uns frei bewegen und wir müssen nicht direkt gegen sie kämpfen. Wir legen mehr Prüfungen ab. In dem Fall schauen wir uns hier erstmal um. Zum Beispiel den Termitenhügel. Alles nur nichts, was nach draußen führt. Ein Termitenhügel. Die können auch deutlich größer werden. Dieser hier ist ja nicht so beeindruckend. Du bist auch nicht so beeindruckend. Hä? Wer spricht da? Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Kein gutes Zeichen. Ach, Helm. Na, Klappe halten. Hier unten, du Affe. Wer seid ihr? Termiten natürlich. Okay. Sprechende Termiten? Ehrlich? Ihr könnt sprechen? Ist dir das aufgefallen? Uns gibt es seit 100 Millionen Jahren. Warum sollten wir nicht sprechen können? Ihr Affen habt's doch auch gelernt. Wieso Affen? Wir Menschen wurden vor 8000 Jahren von einem unsichtbaren Zauberer erschaffen. Ah ja. Und ihr beherrscht den Planeten? Planeten? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Kann ich mich nochmal mit denen unterhalten? Ich mag die irgendwie. Die sagen interessante Dinge. Ich glaube, ich lasse sie erstmal in Ruhe.
Wieso warst du so irritiert wegen dem Planeten? Ich wollte das gerne wissen. Okay, wir dürfen nicht raus. Ich will es gar nicht erst versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass es funktionieren würde, aber besser nicht drauf an. Sollen wir es drauf... Nein, wir müssen nicht drauf ankommen. Betrachten wir den Holzstamm mit dem Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wurde. Vielleicht ist es irgendein Trainingsgerät. Vielleicht? Ein Baumstamm, auf den ein... Okay. Hier sind die Zelte, in denen also scheinbar niemand mehr lebt. Mit dem wollen wir jetzt gerade nicht reden. Ich will mich umsehen. Wir könnten mal Sass betrachten, ob sie wirklich zugenommen hat. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Wir werden alles tun, um ihr zu beweisen, dass sie nicht überlegen ist. Da können wir hier noch irgendwas machen. Geh in den hinteren Teil. Ja, super, dann geh da hin. Ich habe schon befürchtet, das wäre hier alles. Da wäre ich ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Ach, guck mal, da ist... Ist das Jorge? Es ist Jorge. Ach, du Heilige. Und noch jemand. Tschüss, du jemand. Wer bist du und wieso gehst du weg? Okay. Wir schauen uns erst hier um und dann reden wir mit Jorge. Ihr erinnert euch vielleicht an Jorge, das war der Krämer aus Seefels. Der, der uns nicht unsere drei Gewinne gegeben hat. Oder was heißt drei Belohnungen, sondern kontinuierlich behauptet hat, wir hätten schon Sachen bekommen. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Wir können ihn drehen. Ah. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen. Zumindest von hier. Ich fürchte, das wird schwerer, wenn man weiter weg ist. Treppe nach oben. Ein Bock? Das ist so eine Art Bratpfanne aus den Ostlanden. Als Kinder sind wir damit die Berge hinuntergesaust. Auch eine Möglichkeit. Ja, den seltsamen Kerl können wir uns mal angucken. Soll ich noch nicht mit ihm reden? Es gibt sprechende Kühe. Warum sollte es nicht auch sprechende Ziegen geben? Sag das bitte genauso zu Jorge. Das ist das größte Zelt hier im Lager. Es dürfte das des Häuptlings sein. Können wir da reingehen? Wir können da tatsächlich reingehen. Erstmal möchte ich aber gucken, ob wir den netten Henker sprechen können. Wo ist der Henker hin? Ihr habt den Henker rausgelassen, oder? Ihr habt den Henker rausgelassen. Ich probiere es jetzt doch mal einfach, ob wir rausgehen können. Wenn ich da rausspaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Es wäre Wilbur's Tod und meiner. Ich wollte es trotzdem mal machen. Den Baum? Den kann man tragen. Das ist was anderes. Der Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Brich einen Ast ab. Ich hoffe nicht den grünen. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Ja, das heißt, wir werden für irgendwie... Wir werden mit dem Schaft irgendwas anstellen. Ich suche immer, dass der jetzt Schaft heißt. Okay, wir reden erstmal mit dem Häuptling und mit Massas, bevor wir hinter zu Jorge gehen. Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Okay. Und schon wieder Arm drücken? Nein, ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ihr stoßt euer Sportgerät, den Zwerg, so weit, wie ihr nur könnt. Wer ihn weiterstößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da... Ist der Zwerg? Korrekt. Okay. Ich habe das Gefühl, dass Massas dabei gewinnen könnte. Ein sehr guter Versuch. Das ist eigentlich zusammengebunden. 12 Fuß! Hervorragend! Yep, das kann nicht so schwer sein. Socken. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet, die ehrenvolle Massas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Das heißt, der Wettkampf muss niemals enden. Hier mit dem Zwerg. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen.
Allerdings, wenn wir die Termiten dazu bekommen, das Ding auszuhöhlen, dann würden wir es vermutlich hinbekommen. Das war nicht ganz meine... Okay, wir können ihn nicht mal hochheben, das ist gut. Oh doch, wir können ihn hochheben. Wow. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Das ist aber nicht beliebig viel. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Weinen? Bescheißen, was das Zeug hält. Oder so. Wir werden... Das Ding wiegt mindestens eine Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Yay. Wir werden versuchen, die Termiten dazu bekommen, dieses Ding auszuhöhlen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Masas. Ich wollte eigentlich noch gar nicht antreten. Hallo, Sonnenschein. Oh. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Niemals. Ich doch nicht. Ich wollte dir nur ein paar Komplimente machen. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Na gut. Ich doch nicht. Aber seht ihr das? Dein Maßband, das sind tatsächlich zusammengenähte Socken. Sehr schön. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Wie viele Disziplinen muss ich gewinnen und was kannst du mir zur ersten Prüfung sagen? Reden wir einfach mal ein bisschen mit ihm. Muss ich Masas in 2 von 3 Disziplinen schlagen, um den Wettkampf zu gewinnen? Wenn du 2 von 3 Disziplinen gewinnst, gehört dir der Preis zu 2 Dritteln. Masas kann sich aussuchen, welches Drittel sie behält. Ups. Großartig. Masas wird uns bestimmt nicht ziehen lassen, wenn ich sie besiegt habe. Wer garantiert mir, dass Masas uns gehen lässt, sobald ich gewonnen habe? Niemand. Solange der Wettkampf läuft, schützt dich unsere Tradition und die Ehre der Krieger. Und sobald der Wettkampf vorüber ist? Heißt es Kriegerin gegen Weichei. Yay. Dieser Zwerg ist verdammt schwer. Das ist ein geprüfter Standardzwerg, wie er überall im kommerziellen Zwergenweitwurf benutzt wird. Super. In den anarchischen Gründungszeiten der Sportart gab es immer wieder Probleme mit den Sportgeräten. Die Zwerge wehrten sich oder waren so betrunken, dass sie schlecht in der Luft lagen. Aha. Und natürlich war es schwierig, 2 gleich große und gleich schwere Zwerge zu finden, um faire Wettkampfbedingungen zu gewährleisten. Deswegen gibt es heute den standardisierten Normzwerg. Deine Weite ist daher mit der von Masas problemlos zu vergleichen. Du liegst hinten. Okay. Wegen des Zwergenweitwurfs. Wegen meines ersten Versuchs. Kein Problem. Du hast beliebig viele Versuche. Du musst einfach nur bis zum Sonnenuntergang von einem kleinen Mädchen mit Zöpfen zum Mann werden. Einige meiner besten Freundinnen sind Mädchen. Und sie sind gut. Du solltest mal Ibo erleben. Aber wir gehen bis später dann. Auf bald, Krieger! Ich versuche erstmal mit den Termiten zu reden. Denn wie gesagt, ich denke, wir dürfen mit den Termiten plaudern. Und die irgendwie dazu bringen, dass sie den Zwerg aushöhlen. Hey, ihr da. Oh, ah, das jeder. Säugetier. Könnt ihr mir beim Zwergenweitwurf helfen? Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zum Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Holz? Was wollt ihr denn? Ein Brett? 1784? Chateau Latif. Bitte was? Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. Na toll. Könnt ihr den Zwerg nicht einfach so aushöhlen? Bitte, bitte? Weil es um das Leben von Ivo und die Rettung der Menschheit und der Welt geht? Und irgendwie auch vermutlich um eure Rettung? Könntet ihr nicht bitte einfach so den Zwerg aushöhlen? Da bist du an der falschen Adresse, Affe. Sehen wir aus wie Holzwurm-Sozialistenpack? Schlimmer. Na gut. Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Wir brauchen also ein sehr altes Holz. Betrachte, oh, das können wir uns Maßband anschauen. Ich finde das jetzt ziemlich schick. Etliche zusammengeknotete Socken. Sonst gibt es immer Streit, wessen Füße als Messgrundlage dienen sollen.
Einige Händler in Pogmoor haben extra Angestellte mit besonders großen und mit besonders kleinen Füßen. Je nachdem, ob sie Waren ein- oder verkaufen, werden dann mal die einen und mal die anderen genommen. Tricky. Mir fällt aber gerade ein. Pogmoor. Ich muss gerade an Ankh Morpork denken. Also, falsch betont, Ankh Morpork, aber... Ja, im Prinzip umgekehrt der Name unserer hübschen Scheibenwelthauptstadt. Gut, ich könnte jetzt schon mal in das... Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen will. Wollen wir zuerst mit Jorge sprechen oder wollen wir zuerst ins Zelt des Häuptlings? Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Zelt. Und dann reden wir mit Jorge. Denn ich bin ja nicht so der größte Fan von Jorge, nachdem er... Ach, und da ist der Henker. Nee. Entschuldigung? Ich weggehen. Warte. Ich weggehen. Hallo? Nein. Oh. Aber das ist Wilbur. Nate, was tust du hier? Dich retten? Dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ja, dann los. Ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Niemals. Nein, also nicht direkt zurücklassen. Aber es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und... Und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit. Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Heldenmut. Wen denn? Dein Heldenmut. Ja. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Masas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Hey. Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn's optimal läuft, sogar in einem Stück. Mach dem armen Kleinen doch keine Angst. Wo ist das Artefakt, wo Ivo und das Vieh sind, Vieh wohl sind? Und hast du eine Ahnung, wer der Kapuzenträger ist? Fangen wir mal nach dem Wichtigsten zuerst, auch wenn ich sie hinten stehen sehe. Was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Wo? Da! Hinter dir. Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bannzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. Bannzauber, ja? Wo Ivo und das Vieh wohl sind? Wir wissen das ja. Nicht mehr in der Festung von Mordroger. Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Das denke ich auch. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. Was denn? Hast du eine Ahnung, wer der Kapuzenträger ist? Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Bin gleich wieder da. Beeil dich! Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Verkneif's dir. Spiegel. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Oh, dabei bist du großartig, Nate. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Okay. Du bist nur ein bisschen narzisstisch, oder? Ich kann mit Wilbur reden, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder was Neues zu... Ein Korb. Ein Strickgarn, oder? Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Naja, wenn der Häuptling der Letzte ist, was will er dann mit blutigen Sachen anfangen? Holzbrettchen. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Sag bloß, das ist der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht.
Verdächtig. Steck's ein. Wir wollen die Termiten. Hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Ich mag ja den Kapuzenträger nicht so ganz. Am Kreis betrachten. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern. Ach, da gehen wir jetzt also nicht rein? Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht. Jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Also wir können jetzt nicht einfach versuchen in den... Nein, können wir nicht. Egal, ob das darin... Okay. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier noch zu Ende um, ob noch irgendwas anderes ist. Bankreiskästchen, nein. Spiel auch nicht. Helme? Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Ja. Eine beeindruckende Sammlung, aber... Sie durfte mir nicht weiterhelfen. Meinst du? Vielleicht? Na gut, Skelett. Schädel. Hässlicher Schädel. Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Kann man damit was machen? Eine Pfeilspitze aus Stein hat den Schädel durchschlagen. Ich nehme sie mit. Ah, das ist das kleine Eckchen da oben gewesen. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt aus dem Zelt. Und ja, auch wenn wir jetzt das richtige Brett haben, würde ich jetzt trotzdem erstmal mit Jorge reden. Einen kleinen Betrüger. Moin. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Jorge. Ich bin fahrender Händler. Gezwungenermaßen. Und Betrüger? Wie mein? Ich bin aus Seefels abgehauen. Dachte mir, hier bei den Orks müsste es besser stehen als bei den Menschen. Irgendjemand muss diesen verfluchten Krieg doch gewinnen, oder? Darauf würde ich nicht wetten. Ja, leider. Für einen ehrlichen Händler wie mich lohnt sich selbst Kollaboration mit dem Feind nicht mehr. Dass ich nicht lache. Wenn du ehrlich wärst, würdest du nicht mit dem Feind zusammenarbeiten. Und schon bevor du hier aufgetaucht bist, warst du alles aber nicht ehrlich. Warum durftest du hier ins Lager und hast du Stärkungselixier im Angebot? Fangen wir mal, wie es geschafft hat, hier rein zu dürfen. Wem hast du... Welchen schmutzigen Gefallen tun müssen, um hier reingelassen zu werden? Ziege. Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey! Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Ziemlich verdächtig. Nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Du bist so ein... Stärkungselixier hast du wohl trotzdem nicht, oder? Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ja? Du dich und? Dran halten würdest. Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Und wir wissen, wie wir das anstellen, denn wir haben ein Brett, das unsere lieben Termiten wollen. Also mein Hals ist gerade wirklich ein bisschen rau und trocken. Was ist eigentlich unser Vermummter wieder hin? Ist der jetzt da vorne bei den Termiten? Nein. Aber wir haben ein Brett. Hoffentlich das genau das Brett, das wir wollen. Hier, euer Chateau-Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Okay. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs. Bring uns zum Zwerg, King Kong. Du bist so ein... Klappe. Ich habe alles unter Kontrolle.
Ehrlich, die Termiten hätten uns... Na gut. Hey Jungs, es gibt Arbeit. In Ordnung. Los, Männer! Angriff! Das sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Na dann genießt mal euer Brett und ich werde ein zweites Mal stoßen. Yay! Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Dann probier's. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig! Wir sind bereit! Witzig vor allem für mich. Go, Nate! Go, Nate! Go, Nate! Go, Nate! Sehr beeindruckend. Er hat betrogen! Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Der Mensch hat gewonnen. Yay. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Yay. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Ich hatte schon Angst. Du warst auch gut. Für eine Frau. Nate! Ich hatte echt schon Angst, wir müssen eventuell die Socken einlaufen. Muss man haben. Okay, Wettkampf der Geschicklichkeit. Ich nehme mal stark an, dass das Bogenschießen oder Speerwerfen ist. Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich Massas und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Ich drück dir die Daumen, Nate. Okay, dann gehen wir mal nach hinten und schauen, ob es tatsächlich Speerwurf ist oder doch was anderes. Das war eine dritte Schnelligkeit, nicht wahr? Aha, Bogenschießen. Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Und solange keiner den Baumstamm anhebt... Und dann reden wir erstmal mit Massas und dann werden wir gleich nochmal kläglich versagen, wenn wir es auch versuchen. Hallo Sonnenschein! Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht! Gut, sie sagt also auch jetzt nichts Neues zu uns. Sie muss hier treffen, wir müssen dann auch treffen. Oh, Jorge ist... Wo ist Jorge hin? Egal, wir reden mit dem Ork-Häuptling, dann wird vermutlich Massas anfangen dürfen. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Sie ist gut, das muss 10 Punkte für Massas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Ja, Ohrenstöpsel, wichtig. Dann hören wir Massas nicht mehr. Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich Nein. doch nicht. Wir gucken uns jetzt nur nach... Wir könnten ihn erstmal fragen, was er hier zu sagen hat. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Mal wieder plaudern. Wegen des Bogenschießens. Und? Ist das dein Zelt dort hinten? Erstmal das Bogenschießen. Warum benutzen beim Bogenschießen nicht alle denselben Bogen? Bei allen Göttern, was für ein Krieger bist du denn? Krieger, die ihre Waffen teilen sollen? Niemals! Dann komme ich wieder, wenn ich Pfeil und Bogen organisiert habe. So sei es. Gut. Aber erstmal, ist das dein Zelt dort hinten? Also da, wo die Stricksachen drin sind und Wilbo angebunden ist und ein total magischer Bandkreis auf dem Boden ist? Das Zelt, in dem Wilbo hängt, ist deins, oder? Allerdings. Lass ja die Finger von meinen Sachen, verstanden? Mich interessieren nur der Gnom und die Kiste, die er bei sich hatte. Den Gnom bekommst du, solltest du den Wettkampf gewinnen. Aber die Kiste bleibt hier. Ich habe sie gefunden. Wilbo hatte sie bei sich. Und genau da habe ich sie gefunden. Ork-Logik. Bis später dann. Auf bald, Krieger.
Danke, dass du mich immer einen Krieger nennst und nicht immer sagst, mich nur beleidigst. Ich würde mal sagen... Was das trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Was das trifft jedes... Die Frage ist jetzt, wie sollen wir das toppen, ins Schwarze zu treffen? Und wo ist Jorge hin? Ernsthaft? Vielleicht nochmal mit Wilbo reden? Wilbo reden, bitte. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Ja. Da war ich eigentlich ziemlich flach. Tut mir leid. Okay, ich schau nochmal, ob Jorge jetzt vorne ist. Ah, Tatsache. Oh, jetzt können wir mit der Gestalt reden. Hallo. Grüße, Fremder. Okay. Wie bist du? Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Hast du zufällig Pfeil und Bogen? Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht sowas? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Wirklich? Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Was? Wie ungewöhnlich großzügig. Ich trau der Sache nicht. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich hab genug von Kupferkesseln. Ich hab den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Okay, bevor wir das tun, teile ich einmal meine verrückte Idee, die vermutlich absolut falsch ist. Aber könnte das eventuell Nate sein, der durch eine Zeitreise in die Vergangenheit gereist ist, um hier auf sich selbst zu warten? Mit den Kupferkesseln? Oder auch ohne Kupferkessel, ich weiß es nicht. Um dann sich selbst zu helfen? Das wäre unglaublich verrückt, oder? Egal, aber jetzt machen wir erstmal Schluss und kümmern uns nächstes Mal darum, dass wir uns den Bogen besorgen und beweisen, dass meine Theorie gerade totaler Schwachsinn war. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.